Guten Morgen, Herr Tino. Auch unser Maskottchen muss sich auf den Spieltag vorbereiten. Wie und was er zu tun hat, seht ihr im kompletten Video. Mit guter Laune ging es auf den Schenkenhofplatz in die dritte Februarwoche. Ein paar Läufe mit Fitnesstrainer Hendrik Kuchno. Passspielübungen in der Bewegung. So startete die Vorbereitung auf unser Spiel gegen Köln. Der 1. FC Köln hingegen läutete auf der vereinseigenen Karnevalssitzung die Karnevalswoche ein. Auch wenn diese fußballerisch zuletzt eher mäßig lief für den FC. Köln konnte von den letzten 10 Spielen in der Karnevalswoche nur eins gewinnen. Aber nicht nur bei uns auf dem Trainingsplatz ist viel los, schauen wir nach Köln. Oh, das sieht auch intensiv aus, uns geht es aber eher um den Fußball. Genau, diese Mannschaft kommt ins Olympiastadion. Und das mit noch einem statistischen Vorteil für uns. 6 der letzten 7 Bundesliga-Duelle gegen den 1. FC Köln konnten wir gewinnen. Das hört sich doch erstmal nicht so schlecht an. Und du bist heute verantwortlich, heute musstest du nämlich gar nicht machen, du bist verantwortlich, du schnappst dir ein und führst die Stimme der Woche. Ich frage, oder was? Ja, genau. Ja, was soll ich fragen? Was immer du willst, irgendwas zu Köln, genau. Ja, machen wir gleich, ja? Vor der Kabine. Ja. Wir warten auf dich. Sehr gerne. Willkommen bei Hertha TV. Ein paar Fragen, kommen Sie mal bitte kurz runter. Ja, jetzt steht das Spiel gegen Köln an. Was denken Sie, was können wir erwarten? Ich denke, wir können ein intensives Spiel erwarten. Viele Zweikämpfe. Ich glaube, wir können mit viel Selbstvertrauen in die Partie gehen, weil wir ja, nach dem Spiel gegen Paderborn viel Selbstvertrauen getankt haben. Selbstvertrauen ist also wichtig. Selbstvertrauen ist sehr wichtig. Der Kopf spielt immer eine entscheidende Rolle. Und ja, wir müssen alles reinwerfen. Rasenscheuend. Genau. Und am Ende, die 3 Punkte sind entscheidend, egal wie. Das war eigentlich auch in einer Frage alles zusammengefasst. Dankeschön fürs Zuhören und wir freuen uns aufs Spiel. Und auflegen kann er auch. Schön auf Wedat in der Hinrunde. Und Köln ist und bleibt sein Lieblingsgegner. In 7 Spielen für Hertha knipste Wedat 9-mal, insgesamt sogar 12-mal, mehr als gegen jedes andere Team. Das kurioseste Tor gegen den 1. FC Köln schoss jedoch Alex Alves. Und dann Alex Alves, der Brasilianer mit einem der verrücktesten Tore der Bundesliga-Geschichte. Im September 2000 zog der Brasilianer einfach mal vom Mittelkreis an. Gestatten, das Tor des Jahres 2000. Natürlich geht es darum, auch das Publikum mitzunehmen und die Leute hinter uns zu bringen und auch am Ende natürlich den Schwung aus dem Spiel Paderborn rüber zu retten und dann jetzt im Februar 2020 zu versuchen, den 4. Heimsieg einzufahren. Das ist auf jeden Fall ein Thema für den kommenden Samstag.